Erstmal. Seid ihr da jetzt gar nicht mehr hier oben oder was? Ne, jetzt sind wir unten in der Stadt. Jetzt bin ich extra bis da hochgefahren, jetzt seid ihr gar nicht mehr hier, Alter. Ich bin. Ja, ich lade euch jetzt sowieso gleich ein als nächstes. Jo, damit erstmal zurück zu GTA und schön, dass ihr dabei seid. Und heute geht's weiter mit Loboda. Hahaha. Drücke zum Betreten. Das machen wir doch als nächstes. So. Der Stream läuft, Markus? Ja. Okay, gut, gut, gut. Top. Habe ich gerade schon gesagt. Warte mal, ich muss mal gerade hier aus. Nein, ich will nicht starten. Och Mann, ich join direkt in eine Gruppe und direkt gestartet. Ach Mann. Nein. Das ist halt immer noch der Nachteil, dass du halt nicht auswählen kannst, ob du beitreten willst oder joinen willst. Ja, ich. Verstehe ich bis heute nicht, warum sie die Funktion rausgenommen haben. Verstehe ich. Das war, glaube ich, mal drin. So, jetzt muss ich nochmal neu. Ja. Deswegen meine ich ja, ich verstehe nicht, warum sie das rausgenommen haben. Ist doch Schwachsinn. Ich will nicht immer irgendwo beitreten. So, ich will jetzt eigentlich nur nochmal neu starten. Also, der wirklich jetzt instant gestartet. Warte mal. Ja, weil es da Leute gibt, die warten nur darauf, dass einer beitritt, damit sie starten können. Ich hatte jetzt gerade irgendwas, ich brauche ein Auto dafür. Aha, ich muss jetzt tatsächlich nochmal einen Lowrider kaufen. Finanzen Dienste. Ne, brauche ich nicht, warte mal. Reise und Transport ist das hier. Ja, wo musstest du die denn abliefern, Alter? Ja, mein eigener Nachtclub. Was haben wir denn schönes für Autos, die wir mal nehmen können? Wo seid ihr denn nun gerade? Ich bin unten in der Stadt. Ja, super, die ist groß. Wo? Bei Bibis Nachtclub. Und mein Helikopter stürzt gerade ab, Lul. Dann wartet doch mal da, damit ich auch mal hier zu euch kommen kann. Warte, ihr kommt doch einfach auf den Server hier. Ich will hier gerade, was nehmen wir denn für ein Auto? Das war so klar. Der ist friedlich, ja. Da kommt so ein kleiner Ciao Sono Aziz und bringt mich um. Was ist das für ein Kackname, Alter? So. Gut, dann kaufen wir den halt. Ja, machen wir das doch mal. Wo ist denn jetzt der Nachtclub von euch? Ach da, beim Stripclub, okay. Ich komm hin. Naja, das ist doch dein Hauptziel. Stripclub? Wie, ich will nach Yvonne nach Hause? Hä, was? So, dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, bis mein Fahrzeug angeliefert wird. Der Vogel. Mhm. Mein Ohr ist gerade ein bisschen gefickt. Die Lautstärke hat er sich bei Yvonne abgehört. Mhm. Ja, er ist laut und sie ist leise. Nehmen wir das mal so. So, das heißt, ich muss wieder warten. Ja, nur in bestimmten Momenten ist sie laut. Oh, warum hat mein Auge so eine Zuckung? So. Ja.
das muss ich gerade mal gucken, dass man mich alles mal wegkommt, dass man Mechaniker mein Auto liefern kann. Alter, was mit meinem Auto? Also ich weiß, wo sie hingehört. Wir drehen jetzt Fast and Furious nach. Warte. Da fehlen die Spezialeffekte. The Fast and Furious Tokyo Shift. Wie weit bist du, Kev? Ich muss mir gerade ein neues Auto kaufen. Oh, mein Auto ist noch nicht da, oder was? Das dauert auch immer, bis es geliefert wird. Ich hab jetzt jetzt ist irgendwas gekommen. Warte mal. Du. Slam Van, ah genau. Den hole ich mit. Ihr könnt euch ja auch welche kaufen, dann können wir die nämlich mal vergleichen, zumindest ein bisschen angucken. Was? Lowrider? Ich spare gerade auf dem Fahrzeug. Ja, kaufst du dir eins jetzt? Ja, aber ich brauche ein spezielles. Ja, du brauchst auch. War nur eine Idee einfach. Ich dachte, wir machen heute ein bisschen Lowrider und irgendwie macht gerade jeder so ein bisschen was anderes. Na, brauche ich dafür explizit das Fahrzeug? Hä? Ich brauche noch nicht explizit das Fahrzeug dafür, oder? Weiß ich nicht. Wäre halt cool. So. Für die Dose Bier. Also wenn Lipton Eistee jetzt Bier macht, dann ja. Das hört sich nur, das war eine Dose, klar. Ja, ich eine Dose, du eine Flasche. So, dann kommen wir mal da rein jetzt. Dann wollen wir erstmal heute nur aufrüsten. Crashkurs für Anfänger. Das hat aber wirklich was von Tokyo Drift gerade. Eine Viper, ein komisches Auto und eine Frau, die mit da drin sitzt. Komisches Auto. Ah, der Centorno hier, ne? Da war doch Centorno, ne? Ja. So. Oh, ich hab Polizei. Ja, wir waren neben der Polizeizentrale, du Trottel. Wie weit bist du, Kev? Ich bin beim Tuning. Boah, ich werde ja gesucht. Ich meine, mein Auto ist ja hier aus der Tuning-Werkstatt. Bei Bandys oder was? Ja. Dann kannst du den ja gleich mal vorzeigen. So. Ist zwar kein Lowrider, aber trotzdem cool. Ich hatte mal Lowrider.
Enrico? Enrico? Er spricht nicht mit uns. So, ist doch auch mal schön, dass es sowas gibt wie Parkhaus, oder kommst du auch mal hoch hinaus? Okay. Wo will er denn jetzt hin? Warum sieht das hier eigentlich? Abgeben. Sieht das hier eigentlich so nass aus? Ich meine, Yvonne sitzt zwar bei mir im Auto, ja, aber. Na, ernsthaft. Jetzt kommt er gerade, okay. Okay, das ist immer das Geräusch, wenn Yvonne versucht, für mich die Gänge zu schalten. Meine Fresse, ey. Kriegst du das hin? So, Auto fertig. Guten Flug. So, jetzt hoffe ich, dass ich die Mission starten kann. Die erste zumindest. Oi.